Guten Abend, Bautzen. Ich möchte gern das aufgreifen, was zuletzt angesprochen ist, nämlich wie geht in Bautzen die Politik mit den Bürgern um, wie geht der Stadtrat mit den Bürgern um. Und hier ist vor kurzem was passiert, was aus meiner Sicht absolut demokratiefeindlich ist. Hier war eine Veranstaltung geplant in der Krone unter dem Titel Kriegstreibern die Stirn bieten. Also eigentlich ein Anliegen. Wie bitte? Krisen und ihre Chancen, dann war es die andere Veranstaltung. Und was dort passiert ist, das muss man sich vor Augen führen. Diese Veranstaltung wurde deshalb untersagt, weil den Rednern unterstellt wurde, dass sie angeblich antisemitisch wären. Zwar nicht direkt, aber irgendwie kodiert. Vielleicht hat mal irgendjemand vor 10 Jahren Ostküste gesagt. Wenn man tatsächlich Veranstaltungen unterdrückt, und der Stadtrat ist politisch, wenn man Veranstaltungen unterdrückt, ohne dass die Menschen, die dort auftreten wollen, strafrechtlich relevant geworden sind, Volksverhetzung, Aufrufe zu Gewalt, nichts Strafrechtliches, nur weil einem die Meinung nicht gefällt, dann ist das das Gegenteil von Demokratie, dann sind das Stadträte, die Demokratie unterdrücken, dann sind das Demokratiefeinde. Und das scheint ja in Deutschland langsam Schule zu werden. Auch der Herr Ganserer, eigentlich einer der friedliebendsten Menschen, den ich überhaupt kenne, dem werden Veranstaltungen untersagt. Und das wird nicht deshalb gemacht, weil er irgendwie ein Böser ist oder ein Hetzer oder zu Gewalt aufruft. Nein, es wird deshalb gemacht, weil er dem politischen Establishment nicht in den Kram passt. Er motiviert ganz, ganz viele Leute, selber den Mund aufzumachen, sich für Frieden zu engagieren und sich eben nicht alles bieten zu lassen, was die Regierung uns auftischt. Und deshalb wird ihm der Mund verboten, die Menschen, die das machen, das sind Stadträte und das geht von links bis grün, bis SPD, bis zur CDU. Wer so etwas macht, wer die Meinungsfreiheit und die Freiheit des Wortes unterdrückt, das ist ein Demokratiefeind und das muss man auch jedem sagen von diesen Stadträten, die sowas machen. Ohne Meinungsfreiheit gibt es keine Demokratie. Wir haben im Sächsischen Landtag natürlich auch das Thema Frieden und Diplomatie in der letzten Debatte gehabt und ich habe dort Erich Maria Remarque zitiert, weil er eine sehr schöne Feststellung getroffen hat, die man sich auch gerne vor Augen halten darf. Er hat nämlich gesagt, ich habe immer geglaubt, dass alle Menschen gegen den Krieg sind. Bis ich merken musste, es gibt einige, die sind dafür. Und das sind dann meistens die, die nicht hingehen müssen. Und genau so ist es, genau das erleben wir in der deutschen Politik. Wir erleben einen Bundestag voller Politiker, die niemals an die Front gehen werden, die niemals in den Schützengraben gehen werden, die nicht mal bereit waren, ihren ganz normalen Wehrdienst in Deutschland zu machen, die aber heute Granaten und Panzer und Gewehre liefern, damit sich andere Menschen 1000 Kilometer weit weg gegenseitig totschießen. So etwas von Heuchelei ist völlig unsäglich und es ist richtig, dass diesen Menschen immer wieder aufs Brot zu schmieren. Ihr seid ganz üble und feige Kriegstreiber. Und natürlich sind es nicht nur die Politiker, die mit dem Mainstream mitschwimmen, es sind vor allen Dingen auch Kriegsverdienstler. Schauen wir genau hin. Die Bundeswehr bzw. Deutschland liefert jetzt Leopard-Panzer an die Ukraine. Das sind irgendwie, ich weiß gar nicht, paar 20 Stück. Aber in den Startlöchern stehen schon über 80 Leopard 1. Und auch in Belgien sind die Rüstungsfirmen schon da, die haben ihre alten Leopard 1 eingemottet, auch über 50 Stück. Uralte Technik, über 50 Jahre alt, aber irgendwie noch da und rollt noch. Und die soll jetzt gewinnbringend verkauft werden. Ob die den Ukrainern was nützt, ob es da überhaupt noch Munition dafür gibt, ist völlig egal. Es soll Kohle gemacht werden. In Belgien hat die Rüstungsindustrie der belgischen Armee die Panzer für 15.000 Euro das Stück abgekauft. Jetzt will die Regierung zurückkaufen und nur ratet mal, was ein Panzer kostet. Der kostet nicht mehr 15.000 Euro. 500.000 Euro soll dieser alte Schrott kosten. Und das sind die Leute, die gemeinsam mit der Politik hier einen riesen Reibach machen. Da sind bestimmt genauso
Kriegsgewinner dabei, wie bei den Maskenverkäufen. Hier wird Kohle gemacht, dann wird die uralte Technik endlich gewinnbringend verhökert und damit sollen sich in der Ukraine die Leute gegenseitig totschießen. Pfui Deibel, wir brauchen das nicht, wir wollen das in Deutschland nicht und das zeigen wir hier in Bautzen und in vielen anderen deutschen Städten. Ich war heute auch in Dresden, ich war heute früh bei der Kranzniederlegung des Freistaates und der Stadt auf dem Nordfriedhof und dort waren zwei wirklich gute Redebeiträge. Das eine war vom Herrn Baumann von der Deutschen Kriegsgräberfürsorge und das andere war von einem evangelischen Pfarrer. Bin ich positiv begeistert gewesen, sage ich zu, weil ich aus der Richtung meistens auch ziemlich übles Zeug höre. Sehr gute Reden und es ist mir nochmal selber richtig deutlich geworden, was hier eigentlich passiert ist in Dresden. In Dresden sind Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende Menschen verbrannt. Zivilisten, alte Frauen, Kinder. Und gleichzeitig vor der Bombardierung wurden in Dresden noch Juden deportiert. Also was dieser Krieg und was dieses Regime auch mit den Menschen gemacht hat, ist heute mir nochmal richtig vor Augen getreten. Der Hass, der da gesät wurde, gegenseitig, aufeinander, zwischen Volksgruppen, zwischen Völkern. Und nach diesem Krieg haben viele sich hingesetzt und haben gesagt, was habe ich hier eigentlich getan? Deutsche haben sich hingesetzt und haben sich an den Kopf gefasst, wo habe ich mich reintreiben lassen? Was habe ich hier gemacht? Warum sind das meine Feinde? Und englische Piloten sind zu Hause angekommen und haben gesagt, was habe ich hier eigentlich getan? Die wollten nicht mehr fliegen. Die haben ihre Söhne zu Pazifisten erzogen. Das hat mir nochmal deutlich gemacht, was eigentlich mit Menschen passiert, wenn Krieg ist. Die werden gegenseitig aufgehetzt. Und es sind Politiker und es sind Journalisten, die einfach nur Geld machen wollen, die die Menschen gegenseitig aufhetzen, die den Hass sehen zwischen den Völkern oder eben auch zwischen den Religionsgemeinschaften. Und wir Sachsen wissen hier, wir wissen, was Krieg bedeutet. Wir haben hier die russische, in Anführungsstrichen, Befreiung erlebt, wir haben die Besatzung erlebt. Und trotzdem sind wir schlau genug zu wissen, dass es nicht der Russe ist und nicht der Amerikaner und nicht der Engländer, der uns feindlich gegenübersteht. Das sind alles Menschen wie wir. Es sind Regierungen, es sind gewissenlose Politiker, es sind gewissenlose Journalisten, die Menschen aufeinanderhetzen. Und deswegen, lasst uns das im Kopf behalten, Kurt Tucholsky hat gesagt, man darf nach einem Krieg nicht die Menschen, die Bevölkerung bestrafen, man muss die Regierungen bestrafen. Und genauso wollen wir es handhaben. Zeigen wir nach oben auf die Verantwortlichen und sagen, ihr seid schuld am Krieg, ihr seid die Kriegstreiber, wir wollen das nicht. Vielen Dank.